Nachdem ich ja an Land alles erreicht habe, möchte ich natürlich einiges auf dem Wasser bewegen. Wir wollten, dass das, was draufsteht, auch dann drin ist. Und insofern der Gast nicht Gerichte von Dieter Müller bekommt, aus dem Kochbuch von Dieter Müller, sondern er bekommt Gerichte von Dieter Müller gekocht. Das ist ja eine neue Idee, die da verfolgt wird, ein Drei-Sterne-Restaurant hier zu installieren. Das heißt also nicht nur, das Restaurant wird umgebaut, sondern der Chefkoch benötigt auch seine Hardware dazu. Die Kombüse muss dazu angepasst werden. Lange Zeit hier drin gewesen und natürlich auch von den Kollegen hier so geführt worden, in meinem Sinne dann. Aber man freut sich natürlich jetzt auch auf den Umbau, auf die Veränderung mit Dieter Müller natürlich zusammen. Wir haben uns dann auf einen Konsens geeinigt, dass wir Elemente behalten und eben das große Erscheinungsbild aber doch durch die neuen Farben und die modernen Möbel dann eben komplett ändern. Vorher war es ja so ein bisschen schnörkelig, sage ich mal, und eben auf asiatisch abgestimmt, aber jetzt wird es sehr klassisch modern. Ja, das soll das Herzstück der neuen Küche sein, das ist der Herd. Vielleicht erwähnenswert, dass wir hier eine durchgehende Kochplatte haben mit 4 Heizzonen. Von der Qualität her sollen hervorragende Qualität rausgeben. Das heißt, sie müssen auch mit hervorragender Qualität kochen können. Das läuft schon etwas parallel alles. Bei dem Geschirr war eigentlich was ganz Besonderes zu machen, um dem Restaurant, was wir jetzt haben, dem Gourmet-Restaurant, auch seinen Charakter zu geben. Und wenn man weiß, wie auch Herr Müller kocht, weiß man auch, dass er sehr viel Wert auf das Geschirr legt und wo eigentlich die Präsentation des Foods letztendlich erfolgt. Alle Teller sind handgearbeitet. Das Besondere an dem Geschirr von Hering ist, dass diese Löcher oder auch nachher die Ränder alle im Rohzustand auf das Material gebracht werden und der Teller danach erst gebrannt wird. Das ist natürlich eine Umstellung, das ist eine Schiffsküche, klein, eng. Aber sehr gut ausgestattet. Also ich denke, es ist das Optimale daraus gemacht worden. Für uns, für eine kleine Crew, sage ich mal Brigade, um hier gute Arbeit zu bringen. Das ist die Herausforderung wieder. Und das habe ich schon zweimal mitgemacht. Ein Restaurant von null bis sozusagen in die absolute Spitze zu kochen. Und deswegen denke ich, hier ist es nicht so einfach, mal schnell in den Kräutergarten das oder jenes zu holen oder noch irgendwo in Gewürzladen. Das muss alles gut organisiert sein. Aber so geht es. Das muss wachsen einfach. Das ist eine Beziehung, die einfach wachsen muss, wo natürlich jeder vom anderen noch dazulernt, noch dazu was bekommt. Ich habe die Erfahrung natürlich, wo ich was bekomme, also wo ich jetzt auch schon die Menüs natürlich mit ihm besprochen habe.
Ich glaube, für uns wird die größte Herausforderung sein, dass wir nur 26 Plätze hier drin haben. Und das ist natürlich begehrlich, ja. Und in Sonderheit, weil wir halt von unserer Seite von vornherein gesagt haben, getreu der Philosophie dieses Produktes, es gibt keine Zusatzkosten für Essen, also wir nehmen da keinen Euro für. Und dann sind 26 Sitzplätze bei 408 Betten natürlich eher klein. Aber ich finde, das macht ja auch nichts. Wie sagt man so schön, wer die Sehnsucht kennt, ja? Ich bin mir bewusst, die Aufgabe ist nicht einfach, aber sie kommt von Herzen jetzt, von meiner Seite, und das ist wichtig. Und ich denke, ich bin so ein weltoffener Mensch, dass ich mich gerade auf diese Verbindung freue, um die Welt zu kommen, Neues zu sehen, aber auch viel zu geben.